Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. So, weiter geht's hier im Takt. Wir sollen ja hier dieses Rätsel lösen, damit wir in die Tür der Täuschung kommen. Leute, ich krieg so hoch mit dort treffen, ne? Treffen wäre auch cool. Ah, von hinten mal jetzt, oder? Toll. So macht man das. Artefakt Klefe. Artefakt. Artefakt. Keine Ahnung. Die Runen sind offenbar wie Geister, die zwischen den Dimensionen reisen. Sie bilden Verknüpfungen und übertragen Kräfte aus einer Dimension in die andere. Eine Rune kann selbst dem einfachsten Objekt unfassbare Macht verleihen. Doch ich muss vorsichtig sein, denn der Umgang mit Runen ist gefährlich. Mhm. Das Fenster sieht aus... Oder was heißt Fenster? Das da sieht aus wie unser Schild. Nur kleiner. Wo bin ich hier? Von hier bin ich gekommen. Gut, gehen wir mal zum Dicken. Gerechtigkeit. Nope. Nicht für uns. Geht jetzt gar nicht weiter. Okay, also... Hier war ich auch schon. Was muss ich denn jetzt hier tun? Betritt die Kammer der Täuschung. Ich bin so nah dran. Ich muss das übersetzen. Inzwischen könntest du vielleicht das Rätsel des großen Tores dort lüften. Vielleicht findet sich die Antwort irgendwo in diesem Turm. Muss ja irgendwo ein Hebel sein oder so. Ich folge einfach mal den Symbolen. Das Tor kriege ich nicht auf. Auch nicht mit Gewalt. Der kann das nicht lesen. So, geht's. Oh! Hallo again. Ach komm, den machen wir kurz. Komm her! Ach, du bist ja nur so ein kleiner. Oh, verdammt! Vergiftet. Ah, fuck. Ist vielleicht das dieses Vieh gewesen, was der Soldat vorhin beschrieben hat? Kann das sein? Ist das möglich?
nicht gebrauchen. So, schnell runter. Kann ich die Abkürzung nehmen? Ja. Läuft das. Ey. Oh nee. Nein, nein, nein. Dein dummes Herz. Boah, hallo. Wo ist es? Schenk mir dein Herz. Gesessen, mein Freund. Hä? Ach, schön, dass du dich heilst. Was war denn jetzt das? Nicht nett. Ich muss wissen, wo das blöde Herz ist. Erstmal hole ich mir meine Attribute. Oh! Ey, ist euch schlecht? Das ist Herz. Jetzt kann ich dich besiegen. Da ist noch ein Herz. So nicht im Drehbuch. Adias Weisheit ist unendlich. Der Geist des Menschen ist begrenzt, so wie es auch seine Zeit ist. Dies ist so, wie es sein soll. Das ist Adias Plan. Er erbaute die Gesellschaft. Er ist die Gesellschaft. Besiege den letzten Roga-Herrscher, den Vernichter. Ja, das wird doch der auf dem Platz sein, oder? Ich will hier noch nicht weiter. Was ist denn das da hinten?
wollt mich doch verarschen. Oh! Eine Mini-Version. Was ist das? Uncool. Verlassen? Nicht. Oh nee. Geh mir auf den Sack. Ja, das war jetzt doof, weil jetzt ist das zweite Tyrannenherz auch wieder da. Also das erste. Schon ganz schön knackig hier, muss ich sagen. Oh, danke. War noch ein Geist irgendwo, ne? Mal gucken, wo das andere Herz ist. Wo geht's denn hier schon wieder lang? Kleine Drecksau. Wo sind wir hier? Der Riss. Hier soll ich nicht runterfallen. Was hat das immer zu bedeuten? Den, der für uns eintrat. Dreh doch mal. Nein.
Denkmal, Axt. Ach, leider nicht. Ja, immer rinne mein Rücken. Jetzt brauche ich gar nicht anfangen, das ist viel zu lang der Gang. Vielleicht kommt er ja zu mir. Mann, das gibt es nicht. Jede Scheiße unterbricht er bei mir. Weg, weg, weg. Ja. Ist nicht dein Ernst. Gut, sind nur noch wir beide, oder? Tyrann und ich. Wo ist der? Ah, da ist noch so ein Vieh unten. Genau, komm mal hoch. Nimm den Kaffee. Kommst du? Das Herz ist auch weg. Gut. Ich höre kein zweites Herz. Das ist das Problem jetzt. Nein! Wieso bin ich denn schon wieder auf diese Scheiße gekommen? Dieses Portal. Ach so. War doch nur ein Herz. Aber er hat sich vorher noch geheilt, das habe ich gesehen. Gut. Und jetzt? Sag mal, ich muss hier runter. Never.
Gut, ich würde sagen, darüber zerbrechen wir uns in der nächsten Folge den Kopf. Und hier kann ich rüber. Gut. Das probieren wir aus. Nächste Folge. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.